Also basale Stimulation ist eine Kommunikationsform, in der ich mit einfachsten basalen Mitteln in Austausch mit meinem Gegenüber trete. Dazu hat sich bewährt, diese einfachsten Mittel sind zum Beispiel Berührung. Und es geht darum, eine gemeinsame Sprache zu finden. Was ist für denjenigen verständlich? Was ist für denjenigen ansprechend? Und wie kann ich ihnen das zurückgeben? Also auf welcher Ebene können wir uns unterhalten? Und dieses Unterhalten vom Wort her Kommunikation ist unter Umständen nur ein Beisammensein, eine gemeinsame Sache machen. Also es muss gar nicht ein großes Thema dabei sein, sondern dieses Gemeinsamsein. Und Gemeinsamsein ist in dem Falle sich zu spüren. Also wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen jemand, der uns sieht, der uns als Person wahrnimmt und mit dem wir in Austausch treten können. Auf der emotionalen Ebene, die über das Spüren funktioniert. Also Emotionen sind immer körperlich. Und umgekehrt kann ich über eine Körperinformation jemanden in seinen Emotionen unterstützen, beziehungsweise bestimmte Emotionen verstärken oder deutlich machen. Das wäre eben Berührung oder eine Bewegung, eine gemeinsame, was auch immer. Vielleicht sogar dies auch in so einer Pflegehandlung wie das Waschen vom Gesicht oder Unterstützung beim Trinken und solche Sachen. Angst ist entweder aufgrund von vorherigen biografischen Ereignissen wird es ausgelöst und wird dann häufig ausgelöst durch Missverständnisse, indem ich etwas nur zur Hälfte wahrnehme, beziehungsweise vorschnell etwas interpretiere und dadurch werden Ängste ausgelöst. Wenn ich jetzt also hingehe und diese Informationen, die auf jemanden einströmen, so sortiere, so vereinfache, dass derjenige die sehr gut aufnehmen kann und interpretieren kann und im besten Fall eben auch noch sich sehr schnell an positive Erfahrungen erinnert. Und da ist eben auch wieder Berührung die Möglichkeit. Also wir haben meistens sehr positive Erfahrungen mit so einer deutlichen Berührung. Und bei deutlicher Berührung meine ich jetzt nicht so ein Streicheln, sondern so ein Streichen. Ja? Und diese Berührungsqualität, um die geht's und die kann Angst vermeiden, beziehungsweise wenn da jetzt Angst auftritt, ist es eben gut, jemanden zu haben, der mir beisteht. Der kann mir die Angst nicht nehmen, aber das ist was ganz anderes, wenn ich merke, irgendwie, oh, der ist bei mir. Ganz genau, also dieses Umfeld, da sind wir für zuständig als Pflegende. Und deshalb, wir müssen vorsortieren, wir müssen schauen, dass wir die Abläufe entsprechend gestalten, dass wir ja, die Räume gestalten und so weiter. Und wir müssen uns da anpassen, wir müssen diese Vorleistung treffen. Ja, da ist meine Schwierigkeit auch, also dieser Begriff Reizabschirmung ist jetzt aus meiner Praxis heraus in der Pflege für mich eben tatsächlich nicht haltbar. Das geht nicht. Ich müsste denjenigen dann eigentlich in so eine Blackbox stecken. Aber das macht noch mehr Angst unter Umständen. Also deshalb, es geht nicht um Reize, sondern es geht um Informationen, die interpretiert werden und die entweder ansprechend sind oder aber die so Alarmsignale für mich persönlich sind. Und das muss ich schauen. Deshalb geht es darum, möglichst viele positive, ansprechende Informationen bereitzustellen und die Alarmsignale für denjenigen
zu beseitigen bzw. ihn davor zu schützen, dass es sich reduziert auf das, was für ihn verständlich ist und er sich nicht ablenken lässt und sich da auseinandersetzen muss mit potenziell schwierigen Informationen. Die amstimulierende Einreibung ist einerseits eine Technik, aber diese Technik erfordert außerdem eine hohe Kompetenz von demjenigen, der es macht, nämlich eine hohe Kommunikationskompetenz und fordert Einfühlungsvermögen und auch so eine Reduktion eben auf wirklich ganz wenige, aber dafür umso klarere, umso deutliche und positive Informationen. Diese Einreibung wird am Rücken gemacht, am entblößten Rücken mit einer ganz normalen Körperlotion, und es sind spezifische kreisende Berührungen am Rücken, die im Atemrhythmus, und zwar zunächst desjenigen, der eingerieben wird, gemacht werden und die dann so mit der Zeit eben wie in einem Gespräch so nach und nach auf eine gute Atmung für beide gebracht wird. Das kann dann sein, zunächst ist der Bewohner aufgeregt, hat eine schnelle, eher oberflächliche Atmung und entsprechend ist die Einreibung etwas schneller, und dann bietet der Einreibende eben durch die Art, durch die Geschwindigkeit, wie er das macht, der Kreise, bietet er demjenigen an, etwas langsamer zu machen. Und wie eine Frage, na, wie ist das, wie fühlt sich das an, jetzt ein bisschen langsamer zu machen?